Du singst ja in Deutsch und in Englisch. In welcher Sprache, also welche Sprache ist für dich ausdrucksstärker? Ja, ich habe mir damals gedacht, als ich mich für diese Musikrichtung entschieden habe, habe ich gedacht, du musst das in Deutsch machen, weil erstmal, wenn du das Englisch produzierst, dann kommst du automatisch, bist du konträr zu den Amerikanern. Natürlich klingt die Musik vielleicht ein bisschen schöner, wenn sie in diesem Südstaaten-Slang gesungen wird. Ja, aber das ist auch nicht jedermanns Sache. Aber ich habe immer gedacht, meine Texte, die soll man hier in Deutschland, die soll jeder verstehen können. Und da habe ich mich halt für Deutsch entschieden. Ich finde auch wichtig, dass jede Art von Musik, auch Popmusik und Rockmusik und alles, was populär ist, auch in deutscher Sprache gemacht wird. Ich finde das nicht gut, dass also nur noch Englisch produziert wird. Nö, aber jetzt geben sie ja ordentlich Gas in Deutsch, ne? Ja, Also muss ich ja sind mal doch sagen. sehr, sehr erfolgreich. Die Ja, deutschen finde ich Gruppen gut. und deutschsprachige Musik ist sehr erfolgreich. Sehr schön. Super. Lieber Tom, ich würde jetzt gerne mal zu deiner Größe oder einer der größten Hits. Also ich meine, hier sind ja wirklich ganz viel drauf. 20 an der Zahl, liebe Zuschauer. Schauen Sie mal. Da haben sie Tom Astor komplett. Da sind sogar ein paar neue drauf. Also Hallo, guten Abend, Deutschland von Ich liebe Deutschland. Dann haben wir, ja, ich könnte mich alle mal, ja, ihr könnt mich alle Ja, mal ihr könnt mich unterstützen. alle mal. Ja. Wie kann man dich denn noch unterstützen, Tom? Ja, Das geht. gefühlsmäßig. Gefühlsmäßig? Ja, also das ist eine verrückte Story. Da geht es um eine gewollte Beziehung eigentlich da. Und Und sie wollte nicht, sie oder was? lebt, nein, nein, sie lebt in China. Und Oh. derjenige, der sie haben möchte, also in dem Fall bin ich das, weil ich das singe. Wirklich so? Nein, nein. Und mir fehlt natürlich das Kleingeld, um mir einen Flug nach Shanghai dazu zu besorgen. Und da habe ich gesagt, ja, ihr könnt mich alle mal. Kann man ja auch anders auslegen. Und dann habe ich da hinterher gesungen, unterstützen. Du Auch hast. im Bar. Ja, wenn man es braucht. Also alle Wege führen nach Rom, würde ich mal sagen. Nach Rom wollte ich eigentlich sagen. Kurze Geschichte. Was war dein persönliches Highlight, wo du sagst, ich meine, du hattest bestimmt ganz viele und ich glaube, wir sitzen morgen noch hier, wenn wir Also jetzt über alles privat sprechen. oder Auf bei der beruflich? Arbeit. Bei der Arbeit. Ja. Also, ich mache das nächstes Jahr 50 Jahre oder übernächstes Jahr, 2013. Da hat man natürlich unglaublich viel erlebt und man hat auch irgendwas immer im Kopf gehabt, was man gerne möchte, was man gerne machen möchte. Und ich war immer großer Fan von Cash, von Willie Nelson, Dolly Parton, Waylon Jennings und so. Und irgendwann bin ich in Nashville gewesen und da war sehr modern, dass man Duette aufnahm, Duettplatten und Duette aufnahm. Und da habe ich einfach den Mut gefasst und habe gesagt, du machst jetzt auch ein Duettalbum. Ja, auch mit Wolfgang Petri zum Beispiel, ne? Ja, habe ich Hast du auch auch mit gemacht. zusammen gemacht, ja, mit vielen deutschen Kollegen auch, ja. Aber ich wollte diese großen Amerikaner haben und wollte ein Duettalbum mit denen machen. Ich habe da 12 Jahre für gebraucht, um die alle zusammenzukriegen. Es geht einfach nicht über Management oder irgend solche Sachen. Ich habe die einfach kennengelernt und habe die persönlich angesprochen. Also ich habe dann ein Duettalbum gemacht mit Johnny Cash Ja, zum Beispiel, ja. großartig. Und das war für mich schon ein Highlight. Als der morgens mit seinem alten Mercedes vom Studio vorgefahren kam, das war für mich, da hat mein Herzchen schon ein bisschen höher Hat geschlagen. geklopft. Ja. Oder doll war auch die Geschichte, die ist erst 3 Jahre alt mit Dolly Parton. Ich habe mit Dolly Parton, ich fand die Frau sowas von faszinierend, immer musikalisch. Und dann habe ich dann auch das geschafft, mit Dolly ins Studio zu gehen. Und die war so gut drauf. Eine kleine Geschichte. Ich hatte meinen Text vor mir liegen und der war nur so ganz klein gedruckt. Und ich brauchte eine Brille dazu, ja? Weil ich konnte das nicht lesen. Im Studio gab es leider keinen Kopierer, wo man das groß mitmachen konnte. Und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, das wurde gefilmt. Also wir hatten für ein Video. Okay. Und dann habe ich gesagt, ich muss leider meine Brille aufsetzen. Da hat Dolly gesagt, ach, sagt sie, dann setze ich meine auch auf, dann merkt man das gar nicht. Oh, wie Das fand ich so sympathisch, süß. Ne? Mensch. Das finde ich doch toll. Och, Tom, das war eine ganz tolle Geschichte. Aber jetzt möchten wir dich natürlich erstmal bei uns hier im Bus live hören. Ja. Ja. Und wir hören Junger Adler Junger Adler, ja. von Tom Astor. Das war einer meiner großen Hits und Ja. der ist auch auf der Platte drauf. Ich versuche es mal mit der Gitarre jetzt. Und da sind wir wieder heute hier bei uns, Tom Astor. Mensch, schön war's. Du singst ja Junger Adler. Ist das einer deiner Lieblingssongs?
Das ist jedenfalls mein größter Erfolg. Der war 1990 zum ersten Mal. Da hat man nicht so recht dran geglaubt. Und dann hat man das 1993 nochmal rausgebracht in einem Remix. Und da wurde es dann ein ganz großer Hit. Da habe ich dann auch die Jahres-ZDF-Hitparade mitgewonnen damals und so. Das war für mich schon ja, ein Meilenstein auf der Treppe, meiner Karrieretreppe. Was wolltest du damit ausdrücken, junger Adler? Ja, ich hatte damals einen kleinen Sohn und habe mir immer vorgestellt, wenn der jetzt mal irgendwann erwachsen ist oder flügge ist, wie man so schön sagt, dass der nur einfach abhaut. Und das war's dann. Und da handelt dieses Lied eigentlich von. Und ich glaube, dass die Leute das auch sehr emotional aufgenommen haben, sonst wäre das nicht so ein großer Erfolg geworden. Ja, Mensch, Tom, ich muss mich leider schon wieder von dir verabschieden. Ja. Es war total schön, dass du da warst. Ich fahre noch 2 Stunden mit euch mit jetzt. Ja, das werden wir auf jeden Fall mal versuchen. Also, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank. Alles, alles Gute. Ja, und die größten Hits von Tom Astor hier alle, und zwar 20 Stück an der Zahl.